Hey Leute, wochenlang durftet ihr warten, aber endlich ist es soweit. Wir analysieren das Finale Erik Infermo vs. Phoenix. Zuerst werten wir Eriks Hinrunde gegen Phoenix Rückrunde. Flowtechnisch sind beide eigentlich gleich stark, nur ist Eriks Double Time besser. Erik hat meist 2- bis 3-silbige Reime, die meistens auch relativ sauber sind. Phoenix Reime meist auch, nur hat er mehr und stärkere Ausreißer, positiv wie negativ. Videos und Aufnahmequalität sind bei beiden gut. Mixing und Mastering sind bei Phoenix gut, er hat eine geile Hook und ist sehr verständlich. Eriks Sound ist auch insgesamt einfach nur geil, aber unpassend. Das hier ist ein Battle-Rap-Turnier und keine Cypher. Für 2 Punkte versteht man da zu wenig. Erik bekam von euch 6 Likes und 5 Dislikes, Phoenix 5 Likes und 4 Dislikes. Erik kriegt erstmal 3 extra Punkte für dieses mega geile Soundbild, wovon er einen wieder verliert, weil er mich mit einem großen C geschrieben hat. Phoenix bekommt 2 extra Punkte für die gute Parodie des Videos und die geile Hook und verliert davon einen wieder für die vielen Bad Bars und das schlechte Feature. Zu den Punchlines. Nicht bei deinen Videos hast du krasse Vielfalt bewiesen, sieht man in dem, oder vielleicht in diesem Bonus und Alex, ich dachte du fickst sie wie gewohnt, aber du weißt es besser, du frisst das sie lieber tot. Schreibst bei mir jetzt groß, Dalek man technisch, du bist mega gut, Technik auf guter, Entertainment ist selbst wenn du. Der Viertel-Look versuch, klang mir nach Delfingesang, so 5 Minuten Alex, seine ist wäre fast an ihn gegangen. Hab deine Runden angeschaut, peinlicher geht's nicht, sah die Paarung und dachte, den Freipatscher nehme ich. Du bist so wack, am besten kicke ich dich einfach aus mit den Lichterketten im Gesicht, siehst du aus dem Weihnachtsbaum. Phoenix pass, weil du und das Tier sich mega ähneln, die fliegen ständig nur, bis sie sich irgendwann das Leben nehmen. Hier nach Phoenix und nie wieder, Freunde verdammt, Harry Potter, denn der Phoenix ist in Höllen bekannt. Phoenix, hast es sein, ich hab meine Runde und kackst dir ein. Unter der Maske siehst du aus dem Warzen Schwein. Absicht, kennst du Scheiße, ich will glauben, dass dein Opa dich abmischt. Druck und Flüstern, Mann, das geht so nicht auf. Wärst du Platz, bei Battle geht dein letzter Gegner nicht auf. Die Stimme zu drücken, ziemlich krasser Fehler, Bro. Dachte bei der Quali, hä, war dieser Papacino nicht mal hetero? Ende für dich hier, nach dem Battle bist du raus und dann läuft höchstens noch bei dir täglich im TV-Programm. Hör dein Name Phoenix, das war geil auf dich, weil du wenn du dich verpisst als höchstens mal ein Feier bist. Kommen wir zu deiner letzten Runde, die war ziemlich blöde, die würde ich selbst auf dem Niveau von meiner Quali zerstören. Für Starter Rap gibt's von mir kein Respekt, denn die Runde klang als hättest du ohne Beat dein gerappt. Das andere Performer, weil sich sonst keiner anzuklicken traut, ich meine selbst die Shisha sah mit deiner Maske besser aus. Ey, die Runde war so wack, Mann, ich blick's nicht, dazu friese wie ein Schaf und fett als Grizzly. Dass du vorher nur Standbilder hattest, versteh ich auch so langsam, weil ohne Tosi sieht's aus, als hättest du einen Schlaganfall. Selbst in die Boost auf Flüster, das Highlight nur ins Mic. Viele Leute können nicht singen, doch die lassen sowas sein. Ja, reißt gar nichts, du bist voll das Opfer, Mann. Denn eure Runde stand feier, weil du gar nichts gekontert hast. What? Fuck, ich hab euch krass auf FIFA bewiesen. Weil du wack spielst, gib ich keine Mühe mit diesem. Du fragst, warum die Flüsterlein so scheiße ist. Na, ich versteh nicht, weil der Rap so leise ist. Scheiße ist, auch leise ist. Lyrisches Entertainment, ganz egal. Im Vergleich zu dir bin ich Entertainment. Mit deinen Punches kannst du echt keinen Ruhm erlangen. Bruno hat dich eingereicht, es wär fast an nie gegangen. Ich stürme, könnte der Badewanne zählen, was für Peinlichkeit. Zum ersten Mal kein Fahrwürdchen, was würde ich aber peinlich bleiben. Ich bin im Vergleich zu dir einfach ein Gott. Und die Lichterkette hin, lokalen Meter über meinem Kopf. Ja, wir ähneln uns, wir sind beide on fire. Und Erik wartet bis heute auf Haar bei seinen Eiern. Ja, ich bin deshalb bekannt, du weißt es da, was ich denk. Du kriegst nochmal an und sag mir, wer ist dir das kleine Kind? Erik, du bist jetzt vom Phoenix rausgekickt. Dass ich hier gewinne, sieht man alleine an diesem Beatpick. Du sagst, ich kack mir ein. Was saust du dir für Pilze rein? Wer sitzt in einem Video beim stillen Plätzchen? Und wem muss man hier die Windeln wechseln? Erik, du bist jetzt vom Phoenix rausgekickt. Dass ich hier gewinne, sieht man alleine an diesem Beatpick. Langsam checkst du, du wirst gerade gefixt. Sagst Celavi und weiß ich mal, welche Sprache du gerade sprichst. Ich häng jetzt hier noch einen dritten Part dran. Der wird dich so rasieren, du wirst jemals den ersten Bart haben. Papacino ist DDR, er lässt sie den ersten, der sobald der Gegner einmal einer fliegt. Dein Quali war unter Müll, nichts zerstört.
Mann, so ein Schwachsinn, du hast es in Feuer, was ein Juck ist so verstanden. Von denen gibt's keine Respekt, Fresse auf den Posen, nur für den Stottern wird gefeuert, deine Kinderkacke ausgeruht. Lass andere performen, weil sich das ja sonst keiner traut. Sagt der Typ, der andere Videos in seinem Mind baut. Und den Schlaganfall hast du nur reingebracht, weil du fünf Grad das Wichsen für dich entdeckt hast. Sag dir, ich kann nicht singen und vergewaltigt dein Autotune, der Lyrik ist so wack, warum muss ich nur ausbuhen? Leute, darf ich forschen, Erik, der keine Punches hat, klingt Murat, Kind ist jetzt Mensch, auf Rapper macht. Erik kommt auf 48 Lines und 35 Punchline-Punkte, Phoenix auf 40 Lines und 23 Punchline-Punkte. Nun zu Phoenix' Hinrunde und Eriks Rückrunde. Beide Flows sind zwar komplett unterschiedlich, aber dennoch skilltechnisch auf ungefähr dem gleichen Level. Technisch bewegen sich beide meist um die zwei Silben, zwecken öfters auch mal oder reimen unsauber. Erik hat manchmal aber auch etwas bessere Reime. Die Videos sind beide eine Frechheit vor dem Herrn. Erik hat aber zumindest eins gemacht, Phoenix nicht. Die Aufnahmequalität beider ist wie auch bei den anderen Runden okay. Nur das Mixing und Mastering hat Erik diesmal aufgrund der kurzen Zeit komplett verkackt. Und er ist deshalb auch noch unverständlicher als sonst, was im kompletten Kontrast zu Phoenix steht. Phoenix Hinrunde hat 9 Likes und einen Dislike, Eriks Rückrunde 4 Likes und ebenfalls einen Dislike. Die erste Hook von Phoenix hat wirklich alles. Geile Samples, einen geilen Beat und ganz guten Stimmeinsatz. Dafür gibt's 2 extra Punkte, wovon er einen wieder verliert für den schlechten Stimmeinsatz in anderen Teilen der Runde. Erik kriegt 2 extra Punkte für den Punchline-Effekt im Outro und die Line zu den Punchlines. Sag mal Chris, ganz im Ernst, willst du mich verarschen oder wer verkaufst du dieses Kindertheater als ein Finale? Immer aufgegeben, du warst für deine Gegner so scheißegal. Im Finale hast du dein erstes und dein letztes Mal. Deine Wunde erinnert mich an die heutige zerstörte Kindheit. Ja, ich gab dir Props, aber alles nur aus Mitleid. Du kleiner Junge, träumst seit 3 Jahren vom ersten Schultag. Du hast jährigen Fern oder gehst du so oft auf ein Kindergeburtstag. Du hängst in der Badewanne, Diggi, du machst dich zum Clown. Doch am Ende lachst du dich zumindest noch einmal selber aus. Gib es auf, Phoenix ist hier die Übermacht. Am Ende der Runde hast du dich nicht umsonst selber ausgelacht. Ganz egal wie viel ich spur, man kann dich trotzdem nicht verstehen. Und dieses Gestöhn hast deinen ersten Porno gesehen. Dein Rap ist ehrlich schlimm, hör lieber auf, Mann. Erik Sena Imbiss, was ein Zwergenaufstand, Bitch. Das ist das Finale und du hast ja nichts verloren. Für das kleine Kind gibt es jetzt noch einen Satz heiße Ohren. Doch vor Ende der Frist hast du schon längst verloren. Der Phoenix ist als Sieger schon lange außer Korn. P zu dem X. Jetzt wird Erik ausgekickt. Das kleine Kind gefickt. Nein, sie wollen dich nicht. Ich mach Zellen drin und ich schon am Blödplan spitten. Selbst der Weihnachtsmann spuckt auf dich mit all seinen Wichteln. Und fast wärst du gar nicht bei Chris angetanzt, weil du bis heute nicht mal deinen Namen schreiben kannst. Du bist so klein, du bist nicht einmal ein halber Mann. Deine Runden sind ein Warnsignal für das Tun. Doch du willst dich Feuer fronten mit ganz miesen Zeilen. Wenn der Runde so ist, reicht es so, dein Beat einzureichen. Nee, ich hab schon die beiden Favoriten gebattelt. Doch mit dir im Finale hat noch keiner gerechnet. Ich meine, Rap war von Anfang an komplett emotionslos. Jedes deiner Battles bisher ein Freilos. Ich bin der Einzige, der im Finale sein darf. Du bist nur hier wegen deiner Kinderfreikarte. Bei all den Spuren denkt man an multiple Persönlichkeit. Dann hau ich eben den ganzen Kindergarten zu frei. Du hast Tatsachen erwähnt. Alter, was ein krasser Diss. Ich brauch noch ein Zitat. Nämlich nur, dass der zeigt, wie scheiße dein Name ist. Du versuchst mich gegen Bruno noch zu fronten, ganz schnell. Sagst, ich bin ein Opfer. Deine Punchlines in der Nutshell. Du redest von Brunos Top-Jole, doch kannst die Line selbst nicht verstehen. Denn du kleines Kind hast doch nie eine Schule von ihm gesehen. Du sagst, deine Vornamen sind schwul, ey Digga, das wär's noch. Lass das mit Bruno Bianco und heißt Erik Infermo. Für ihr Olli bist du ein Augenschmaus, zieh dir lieber eine Maske auf. Und bei deinen paar Zeilen höre ich auch nur deinen Neid heraus. Seid der Front gegen Phoenix, wie kann man so ein Mist sagen? Er trifft mich so sehr, wie von dir kleinen Kind ein Kinnhaar.
Marken. Und das mit Kronos war deine einzige gute Line. Sag mir mal bitte, von wem kann die denn bloß kopiert sein? Wozu bist du geboren? Schlaue Aussage, mein Kinder alleine. Und ich denke nicht, dass in deinem Alter weiß, was die Kupunkte heißt. Bei deiner Hucke ich deine Schulklasse, die mir ins Ohr singt, weil sie mit 1000 Spuren wie ein Kinderchor klingt. Jetzt battle ich ein kleines Kind, das keine Kinderscheiße klingt, in seinen Hook so scheiße singt und unerklärlich im Finale ist. Komm Erik, verpiss dich aus dem Finale, denn du bist für Chris nichts als eine Blamage, dass du keine Chance hast, hast sogar du kleine Bitch geschnallt, und wenn doch bist du wohl zu oft vom Wickeltisch gefallen. Erik, Fermo, du bist nicht auf dem Niveau, das ist wie Kindergarten gegen Psycho. Du deckst auf dem Beat, macht deine Hook keinen Unterschied, doch sie klingt das Kerl, sie frischt aus seinem Kinderlied. Erik, Fermo, du bist nicht auf dem Niveau, das ist wie Kindergarten gegen Psycho. Doch für dich, kleines Kind, auch rein paar Luftballons, ich hör kein Battle-Rap, sondern die Top 10 Kinder-Wintersongs. Rappst auf Text und hahaha auf hahaha, ich battle keinen Rapper, sondern den Sohn von Kapital, bra. Und Brunos Vogelmaske solltest du auch mal ausprobieren, dann wird dieser Olli nicht immer zu dir rüberschielen. Hör auf mit Rap, das ist für dich einfach verkehrt. Ich mein, du bist mir nicht mal ein richtiges Video wert. Chris hört meine Runde und merkt, es ist endlich mal Punchline-Zeit, und nach dem Battle werde ich wegen Kindesmissbrauch angezeigt. Das ist wie David gegen Goliath, die Kinder gegen Pennywise, die 300 gegen die Armee oder Grinchel gegen David. Nein, sieh es ein, dass du hier keine Chance hast. Komm nächstes Jahr wieder nach deinem 5. Geburtstag. Ich nehm die Runde 2 Tage vor Ende der Frist auf, weil du in deinen Runden immer einfach nur Missbrauch. Deine Runden sind Missbrauch meiner Ohren. Dafür gehen dir ganze 10 Flow-Punkte verloren. Du hast bei deinem Gestirne auf deine eigene Runde gewichst. Kein Wunder, dass du im Kindergarten ständig Nackenstellen kriegst. An deinem Text merkt man halt wirklich dein Niveau. Ich streich drauf und schlage den Hurensohn K.O. Meine Runde ist gelöscht, Papa, was soll ich jetzt machen? Halben Monat nach der Frist ist doch mal trotzdem zerklatschen. Deine Zeilen sagen eigentlich exakt das gleiche wie die von Bruno, nur weil Bruno ist halt nicht ganz so scheiße. Was für Kinderkultiker, will der Lauch mich denn flachsen? Kleins will treffen, nennst du nicht die gesamte Audio verkackt? Und Kindergeburtstag, Kleins, wem jagst du Hurensohn Angst? Einer gedacht, du bist erwachsen, auch du bist blinde Kuh mit deinem Punchline. Und die letzte Pennywise, fette Blamage, Digga, dann krieg ich dich halt nochmal. In 27 Jahren, dass du gegen mich gewinnst, wird dir keiner glauben. Du bist zwar noch Asche, doch dich kann man in der Pfeife rauchen. Wirst wegen Kindesmissbrauch angezeigt, was dir keiner glaubt. Du bist allerhöchstens dümmer als die Polizei erlaubt. Ich bin dir kein Video wert, denkst du, die Line wär mega gut? Ich bin dir kein Video wert, hörst du dir eigentlich selber zu? Aber gegen Phoenix reicht ein Standbild? Echt kleine Eier. Mit deinem Kinderleins bleibst du ohne Spaß im Haus der Seelenrunde, und mit der R hab ich den ganzen Vogel abgeschossen. Während ich dich liege, heulst du rum, miese Blamage. Ich bring Punchlines und du so, du bist nicht verdient im Finale. Punchline. Ich bin jetzt bei Lightricks, wenn ihr mich in der Crew ernst, von dem Kind gefickt zu werden, wird mir stinken, wenn ich du wär. Ich hab mich gefragt, wann kommst du denn endlich zum Wesentlichen? Du hast mich nicht gesehen, du hast meine Fronts halt nur bestätigt, Digga. Phoenix hat insgesamt 92 verfickte Lines. Bitte Leute, hört auf, so riesen Runden zu machen. Und hat 62 Punchline-Punkte. Bei Erik sind es 24 Lines und 16 Punchline-Punkte. Und somit hat Erik in Fermo das CBT 2019 mit einem Endpunktestand von 84,7 zu 82,4 gewonnen. Danke nochmal an Phoenix, dass ich wegen deiner viel zu langen Hinrunde tausende Stunden an dieser Analyse sitzen durfte. Fick dich! Ich setze mich jetzt erstmal am 13.12. eine kleine Weihnachtsüberraschung für euch und noch ein paar andere Tracks. In den Weihnachtsferien werde ich dann vielleicht mal wirklich ein paar Tage gar nichts machen. Und im Februar oder März beginnt dann wahrscheinlich das CBT 2020. Oder auch eine Cypher, muss ich mir noch überlegen. Ciao, Leute.